und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir befinden uns in Cebu und haben uns diesmal ein ganzes Apartment genommen, weil wir einfach mal wieder selber kochen wollten. Und ja, ich zeige euch jetzt mal direkt am Anfang unser Apartment. Direkt am Anfang vom Apartment sieht man Jan, wie er Wasser auffüllt. Wir wollen gleich zu einer Mall die besuchen, aber ich dachte halt, ich zeige euch nochmal die Wohnung vorher. Also wir haben hier eine Küche. Hier sieht man auch, was wir alles eingekauft haben, dass wir noch nicht abgewaschen haben und so. Also hier ist unsere Küche. Wir haben leider nur eine Herdplatte, was ein bisschen blöd ist. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Nudeln kochen möchte mit irgendeiner Soße, müsste man das getrennt machen. Aber wir haben zu der Herdplatte noch einen Reiskocher. Hier haben wir unser Badezimmer. Ich denke mal, dazu muss ich nicht sagen und das erklärt sich von selbst. Wir haben einen Kühlschrank, eine Mikrowelle. Hier liegen unsere Backpacks, die wir übrigens noch ausmisten wollen heute, weil die einfach zu voll sind, zu schwer und wir haben uns überlegt, dass wir wieder was nach Hause schicken. Wir haben einen Fernseher, einen kleinen Esstisch und unser Bett. Und hier hat man den Ausblick, Jan zeigt euch das mal, auf Cebu City. Ja. Wir befinden uns gerade auf dem Weg in die Mall, denn wir haben noch ein paar Erledigungen zu machen, bevor es für uns weitergeht. Denn morgen reisen wir in ein neues Land, also seid gespannt. Und das heißt, wir verlassen Südostasien. Also, wir werden Südostasien morgen verlassen. Und die Philippinen. Ich wollte euch doch nochmal was zeigen, und zwar den Verkehr hier, der ist echt schlimm. Wir fahren gerade nur 3 bis 4 Kilometer zu dieser Mall. Und es staut sich so schlimm, so, so schlimm. Wir fahren hier immer locker so 20, 30 Minuten für die Strecke. Und einfach jeden Tag, wenn wir ein Grab benutzen. Eben, ja. Und wir melden uns gleich wieder, wenn wir in der Mall angekommen sind und zeigen euch das mal ein bisschen. Wir sind jetzt in der Mall angekommen und das hatten wir gleich bisher noch gar nicht erwähnt. Hier in der Mall gibt es immer überall Sicherheitspersonal, also da vorne. Die kontrollieren dann immer die Taschen. Und das ist halt in jeder Mall so. Nicht nur in den Malls, sondern auch in den einzelnen Geschäften, die man so am Straßenrand findet. Also überall, fast jedem Geschäft gibt es immer Sicherheitspersonal. Und den Laden haben wir neulich entdeckt und dort gibt es richtig gute Sachen. Wir machen jetzt gerade eine kleine Mittagspause und für uns gibt es heute veganes Shawarma. Hier waren wir schon mal essen und das ist richtig lecker. Kann ich das ja mal zeigen. Und weil ich so Hunger habe, habe ich mir 2 bestellt. So, ich melde mich jetzt wieder aus dem Taxi bei euch. Wir befinden uns gerade im Grab und sind auf dem Weg zum Friseur, weil Jan jetzt noch seine Haare geschnitten bekommen haben möchte. Für nur 5 Euro ungefähr. Ja, Jan war da jetzt schon einmal und es hat einfach nur 5 Euro gekostet mit allem, mit Waschen, Massieren. Ich werde sogar massieren. Ja. Krass, ne? Ja, und der Haarschnitt ist auch ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Ja, also, er hat hohe Ansprüche. Ja. Du bist Beste gewohnt. Ja, genau. Und die Erledigung, die wir machen wollten, haben wir jetzt auch geschafft in der Mall. Und ja, jetzt geht's noch zum Friseur, danach essen wir noch was. Und heute Nacht müssen wir dann auch schon den Flieger kriegen. Es ist jetzt gerade ungefähr 4 Uhr nachts, morgens, wie auch immer man das betrachten möchte. Wir sind ganz schön müde. Wir haben irgendwie nur 1 bis 2 Stunden geschlafen die Nacht. Die Nacht. Und ja, jetzt warten wir gerade aufs Boarding und dann geht's für uns nach Tokio. Genau, wir fliegen jetzt nach Japan. Also wir verlassen Südostasien und verlassen natürlich auch die Philippinen. Und die Philippinen waren jetzt, glaube ich, das teuerste Land für uns in Südostasien. Obwohl es ist nicht teuer, aber teurer als die anderen Länder, die wir in Südostasien bereist haben. Genau, und das liegt auch hauptsächlich daran, weil
um auf die anderen Inseln zu kommen, musst du halt in der Regel fliegen. Und das ist halt relativ teuer. Und jetzt werden wir dann halt noch gucken, wie das alles in Türkei abläuft. Wir werden jetzt vier fliegen. Wir werden jetzt 4 Stunden fliegen. Dann müssen wir irgendwie zur Airbnb-Unterkunft kommen und das werden wir euch auch noch zeigen. Wir sind jetzt im Flugzeug und wir haben diesmal richtig Glück gehabt. Wir haben nämlich Plätze direkt am Exit bekommen. Das ist richtig gut, wir haben richtig viel Beinfreiheit. Guckt euch das mal an. So viel Beinfreiheit hatten wir in Asien noch nie. Zum Vergleich, so sehen die anderen Plätze aus. Richtig gut. Wir werden jetzt gleich loslegen und ich hoffe, wir können gleich schlafen, weil wir sind extrem müde. Und wir werden uns dann wieder in Tokio bei euch melden. Konnichiwa, ihr Lieben, und liebe Grüße aus Japan. Also wir sind ja gestern hier gelandet, haben uns dann irgendwie nicht mehr gemeldet, weil wir so mit uns selbst beschäftigt waren. Wir hatten das noch nie, dass wir so aufgeschmissen in einem neuen Land waren, weil einfach alles auf Japanisch war. Wir haben uns einfach überhaupt nicht zurechtgefunden. Aber wir sind richtig begeistert von diesem Land, weil auch wo wir uns dann nicht zurechtgefunden haben, die Japaner sind so gastfreundlich und hilfsbereit. Also ich muss sagen, Englisch sprechen ist nicht unbedingt gut. Aber sie versuchen dir zu helfen und ich finde, darauf kommt es an. Wir wurden gleich die ganze Zeit angesprochen, uns wurde Hilfe angeboten, alle haben uns versucht irgendwie zu helfen, wie wir in den Bus kommen, wie wir zu unserer Unterkunft kommen. Fand ich auf jeden Fall richtig super. Und dann sind wir zu unserer Unterkunft gekommen, das hat dann auch noch richtig lange gedauert, weil wir erst in den falschen Zug gestiegen sind und wie das halt immer so ist. Und am Ende sind wir dann angekommen und wir sind hier in einer Airbnb-Wohnung, wohnen bei einer Familie mit. Und haben wir unser eigenes Zimmer und wir haben uns vorgenommen, weil Japan halt recht teuer ist, haben wir vorher gehört und wir selbst haben es schon gesehen, als wir wegen Unterkünften geguckt haben, dass wir uns halt hier immer Apartments nehmen mit einer Wohnung, dass wir selber kochen können, ja, dass man vielleicht einmal essen geht am Tag und dann noch einmal selber kocht oder halt auch Frühstück selber kochen kann. Aber dann sind wir einkaufen gegangen. Und einfach alles war auf Japanisch. Wir haben kein Wort verstanden. Also glücklicherweise ist dann aber unser Host, also unser Airbnb-Apartment-Besitzer, auch mit Einkaufen gekommen. Und der hat uns dann noch Sachen übersetzt. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, gerade wegen vegan, was es für Produkte gibt, damit wir auch einkaufen gehen können. Weil egal, ob man jetzt vegan ist oder nicht, es ist halt richtig die Challenge, hier einkaufen zu gehen, weil du überhaupt keine Ahnung, du wüsstest nicht mal, dass das Milch ist. Du erkennst einfach gar nichts. Aber wir haben uns jetzt alle Produkte, die wir in vegan essen können, rausgesucht. Und wir machen das zum Beispiel auch immer so, dass wir alle veganen Restaurants vorher schon bei Google eingeben. Also bei Google Maps kann man sich ja so Listen erstellen. Und da suchen wir alle veganen Supermärkte, Restaurants und so raus, damit wir es dann halt hier nicht so schwer haben und direkt zu den Restaurants gehen können, wo wir dann halt wissen, dass es da was gibt. Und ja, da für die ganzen Lebensmittel, die wir hier essen können, außer Gemüse und Obst und so, wo man weiß, dass es vegan ist, haben wir uns Fotos bei Google rausgesucht von veganen Produkten und werden danach im Supermarkt dann suchen. Das machen wir dann heute mal und gucken, ob es klappt. Und dann können wir hoffentlich auch selber kochen. Und ja, so viel zu unserer Ankunft jetzt hier in Japan. Im nächsten Video werdet ihr dann sehen, was wir hier alles erleben. Und damit verabschiede ich mich auch schon. Oder verabschieden wir uns auch schon. Und hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und könnt uns unten kostenlos abonnieren. Tschüss! Tschüss!